Hallo, wir sind Vivi und Flo von phototravelers.de und nehmen euch heute mit auf einem Rundweg über Helgoland. Viel Spaß dabei und ja, schaut mal, wir haben hier schon wunderschöne Klippen. Wenn euch unser Kanal gefällt, dann lasst gerne einen Daumen hoch da, wir freuen uns drüber. Und jetzt viel Spaß mit unserem Video. Los geht unsere Tour in Cuxhaven, genauer an der Alten Liebe. Das ist ein ehemaliger Pier im Hafen von Cuxhaven, der heute eine Aussichtsplattform darstellt. Hier tummeln sich immer viele Menschen, denn es ist der beste Platz, um aufs Meer zu blicken und große Schiffe vorbeiziehen zu sehen. Dort an der Alten Liebe ist auch immer ein Kommentator, der über Lautsprecher die Schiffe ansagt und Informationen zu den Schiffen liefert. Wir warten jetzt auf den Katamaran Halunder-Chat von FRS Helgoline aus Hamburg, der uns über Cuxhaven nach Helgoland bringen wird. Die Geschwindigkeit des Katamarans beträgt bis zu 36 Knoten, das sind etwa 67 Kilometer pro Stunde. Damit ist er das schnellste Schiff im Helgoland-Verkehr. Der Katamaran legt wie alle Schiffe an der Südkaie in Helgoland an. Die Fahrtzeit dauert 70 Minuten, das ist der schnellste Weg, um mit dem Schiff nach Helgoland zu kommen. Wir verlassen jetzt Cuxhaven und begeben uns aufs Meer. Wir kommen am Wahrzeichen Cuxhavens vorbei, an der Kugelbarke. Wenn man es nicht gewohnt ist, viel mit dem Schiff zu fahren, dann ist so eine Fahrt mit dem Katamaran schon ein Highlight. Nach etwa 70 Minuten taucht Helgoland vor uns auf. Zunächst fahren wir an der Düne Helgoland vorbei. Dieser Teil der Insel brach 1721 bei einer riesigen Neujahrsflut ab. Hier sehen wir den wunderschönen langen und weißen Nordstrand. Wir nähern uns nun dem Hafen Helgolands. Die Westmauer mit 350 Metern und die Ostmole mit 500 Metern Mauer sind noch erhalten. Das erste, was wir bei Ankunft sehen, sind die Duty-Free-Läden. Hier kannst du ohne Mehrwertsteuer einkaufen, weil Helgoland zollfreies Gebiet ist. Viel schöner sind jedoch die Hummerbuden. Die bunten Holzhäuser sind nicht nur ein wunderschönes Fotomotiv, sondern auch alte Gebäude. Sie waren früher die Werkstätten der Fischer. Heute zählen sie zu den Top-Sehenswürdigkeiten der Insel. Darin findest du kleine Geschäfte, eine Eisdiele und auch einen Fischimbiss. So, wir sind auf Helgoland angekommen und ich kann euch sagen, hier geht's rund, hier ist was los. Es kommen zwei riesige Schiffe gleichzeitig an, dann ist natürlich hier alles voll. Ich kann euch sagen, hier spielen sich Dramen ab. Hier werden Fischbrötchen von den Möwen geschnappt. Also ist der Wahnsinn. Wir sind gespannt, was wir noch heute alles sehen werden. Aber hier ist einiges los. Ja, die Möwen hier sind super schnell. Einmal unachtsam ist das Fischbrötchen weg. Die Möwe hat es sich geschnappt. Oh, war der Besitzer des Brötchens sauer. Die Lösung am Imbiss: Schirme für die Kunden der Fischbude. Sie sollen vor gefräßigen Luftfeinden schützen. Nach dieser witzigen Begegnung machen wir uns auf und starten unsere Tour um die Insel. Der Inselrundweg führt uns erst einmal Treppen hinauf. Wir gelangen ins sogenannte Oberland. Von hier oben haben wir einen genialen Blick auf den Hafen, die Hummerboden und die Schiffe Helgolands. Wir sind so ein paar Treppen hochgestiegen und jetzt machen wir den Inselrundweg. Der führt einmal um die Insel rum. Besser geht's nicht, oder? 3 Kilometer führt der offizielle Weg um die Insel. Von hier oben haben wir einen traumhaften Ausblick. Auf dem Weg gibt es viele Infotafeln. Im Hintergrund sehen wir den Kirchturm von St. Nikolai, der Inselkirche und den Leuchtturm. Immer wieder gibt es auch tolle Sitzgelegenheiten mitten in der Natur. Nun erblicken wir sie das erste Mal, die bekannten terrakottafarbenen roten Felsen der Insel Helgoland. Der Leuchtturm ist übrigens das lichtstärkste Feuer in Deutschland. Die Felsen Helgolands wollten wir schon immer mal sehen. Damit ist ein Traum für uns in Erfüllung gegangen. Die markanten Felsen siehst du auf dem Rundgang immer wieder. Du kommst auch nah an die Kanten oben hin. Keine Sorge, es ist alles gut ausgebaut und abgeriegelt. Hier passiert nichts. Der Helgoländer Buntsandstein ist übrigens enorm brüchig. Die Brandungshohlkehle soll den Verfall der Felsen verhindern.
Auf der anderen Seite sind die Felsen mehr grün bewachsen. Dagegen auf der Seite, auf der die Vögelkolonien brüten, sind sie karger. 5 Vogelarten brüten nur auf Helgoland. Die Trottellumme etwa hat dem Felsen den Namen Lummenfelsen gegeben. Dann gibt es noch die Basthölpel, den Eissturmvogel, die Dreizehnmöwe und den Tordalk. Im Juli sehen wir die Basthölpel. Die machen ein ganz schönes Geschrei. Auf Helgoland gibt es auch ein Gipfelkreuz, den Pinneberg. Natürlich gehen wir dort hinauf. Die Basthölpel ziehen gerade ihre Jungen auf. Die kleinen flauschigen Vögel können wir nah beobachten. Doch nicht allen Basthölpeln geht es gut. Auf Helgoland greift 2022 die Vogelgrippe um sich. Das Virus bedroht Deutschlands einzige Basthölpelkolonie. Hunderte tote Jungtiere müssen im Sommer beklagt werden. Und dann sehen wir sie endlich in ihrer vollen Pracht, die lange Anna. Der 47 Meter hohe Felsen ist wirklich sehenswert und das Markenzeichen Helgolands. Endlich haben wir den Felsen auch mit eigenen Augen gesehen. Aus der Luft sieht die Insel übrigens so aus. Die roten Felsen Helgolands werden uns noch lange in Erinnerung bleiben. Das ist ein absolutes Erlebnis. Ein Highlight wechselt sich mit dem nächsten ab. Hier im Oberland sind die Schafe keineswegs scheu. Wir dürfen sie streicheln. Von diesem Punkt der Insel blicken wir hinunter zum Helgoland Nordstrand. Sieht das nicht fast karibisch aus? Herrlich, oder? Der Nordstrand reicht bis direkt an die Klippen und ist sehr beliebt. Wir setzen unseren Rundgang auf der Insel fort und laufen den Bogen zurück in Richtung Kirche und Leuchtturm. Dabei kommen wir an einem riesigen Trichter vorbei, den eine 5000-Kilo-Bombe hinterlassen hat. Heute ist Gras über die Sache gewachsen. Für uns geht es jetzt in Richtung Nikolaikirche auf Helgoland. Nikolaus von Myra ist der Schutzpatron der Seefahrer. Wir laufen noch ein wenig durch den Ort und gelangen dann wieder zum Hafen. Hier im Wasser stehen einige Zelte. Dort drüben sehen wir nochmal den Hügel, auf dem wir vorhin waren. Wir fahren jetzt mit einem der Boote hinüber zu den Helgoland-Dünen. Vom Boot aus sehen wir nochmal die markanten bunten Hummerbuden. Auf der Düne erwarten uns ebenfalls bunte Häuser. Wir sind jetzt rübergefahren zu den Robben, zu den Sandbänken. Musste man auch wieder mit dem Boot rübersetzen und hoffentlich sehen wir welche. Wir laufen gleich direkt an dem wunderschönen weißen Sandstrand entlang. Und auf einmal taucht vor uns direkt ein Seehund auf im Meer. Wir haben Glück, das war nämlich der einzige, den wir gesehen haben. Der Rest der Seehundkolonie war vermutlich Jagen im Wasser. Aber auch sonst gab es einiges am Meer zu sehen. Und der Seehund blieb wirklich lange auf unserer Höhe im Wasser und schaute neugierig aus den Wellen heraus. Für uns war das natürlich wieder ein Highlight. Direkt am Strand kommen die Flugzeuge nah über dem Strand herein. Sie landen dann auf dem Flugplatz Helgoland. Übrigens ist auch der Preis für den Kraftstoff auf Helgoland günstiger. Daher tanken Sportpiloten hier gerne voll.
Wir genießen jetzt noch etwas das Meer, den Strand und laufen durch die Dünen. Schließlich geht es wieder mit dem kleinen Boot zurück zur Hauptinsel. Und schon sehen wir sie wieder vor uns, die bunten Helgoländer Hummerbuden. So, wir wollten ein kurzes Fazit machen. Wir sind um 11.15 Uhr gestartet mit dem Katamaran, waren dann um 12.30 Uhr hier auf der Insel, haben dann den Rundweg gemacht und uns dann noch entschlossen, mit dem Boot rüber zu fahren zu den Sandbänken und eventuell Robben zu sehen. Ihr habt gesehen, wir hatten nicht so viel Glück, immerhin eine haben wir gesehen. Eine im Wasser, aber besser als nichts. Dort gibt es auch traumhaft schöne Strände, aber unser Fazit ist, beides schafft man nicht und ihr wisst, wir sind wirklich sehr schnell unterwegs und wir hatten jetzt wirklich zeitliche Probleme. Also deshalb wäre unser Rat, entweder oder zu machen, wenn ihr nur mit dem Katamaran fahrt, denn der Katamaran geht jetzt wieder um 17 Uhr. Wir hatten also nur 4,5 Stunden oder so. Ist ein bisschen wenig. Es gibt auch die Möglichkeit, früher loszufahren, ein bisschen später. Muss man sich immer ein bisschen informieren, weil jede Fähre ist dann immer ein unterschiedlicher Preis und das eine geht eben schneller und mit dem anderen fährt man dann länger. Und wir haben uns jetzt eben die kürzeste Fahrzeit mit dem Katamaran rausgesucht, aber haben eben auch festgestellt, dass diese 4,5 Stunden etwas wenig sind, wenn man es gechillt angehen möchte. Wir sind wirklich wie die Chinesen hier jetzt durchgebrettert. Nichts entspannt oder so. Nein, aber es ist trotzdem eine wunderschöne Insel. Man muss natürlich in Kauf nehmen, dass hier viel los ist. Klar, es ist auch Hauptsaison, aber trotzdem sehr lohnenswert und sehenswert auf jeden Fall. Oder? Hat dir gefallen? Ja, mega schön, ja. Wirklich. Könnte auch irgendwie Irland, Schottland, Norwegen sein, keine Ahnung, also so von den Klippen, diese tollen Felsklippen, die aus dem Meer kommen, echt traumhaft schön. Auch mit den ganzen Vögeln, die da sind, wirklich mega, mega cool, muss ich sagen. Und vielleicht noch irgendwie so ein kleiner Hack, es gibt ja mehrere Reedereien, die hier fahren. Das heißt, man muss ja auch nicht die gleiche Fähre nehmen, quasi, mit der man zurückfährt. Man kann die ja auch kombinieren mit einer einfachen Fahrt. Wir haben jetzt nicht geschaut, ob es teurer wäre, weiß ich nicht genau. Mhm. So könnte man sich aber auf jeden Fall mehr Zeit erkaufen. Und vielleicht noch der Preis. Wir haben jetzt, glaube ich, für zwei Personen für diesen Tag über 200 Euro gezahlt. Ja. Also es ist kein Schnapper. Dann auch noch die Überfahrt zu den Sandbänken hat auch nochmal, wie viel? 6 pro Person. 6 pro Person, mhm. Auch nochmal 12 Euro. Und aktuell gibt es einen Treibstoffzuschlag. Also ihr seht, es ist ein kostenspieliger Nachmittag. Strike a match, start a fire.